Hallo, ich bin Markus Grude und ich gebe meinen Senf dazu. Hallöchen. Schwierige Zeiten für Sparkassenkunden hier in Potsdam. Es werden 3 Filialen, glaube ich, geschlossen in den Wohnvierteln oder 4 oder auf jeden Fall. Es ist schwierig. Ich meine, die junge Generation wird es nicht jucken. Die machen das alles sowieso halt online. Aber es gibt ja auch Menschen immer noch, die damit halt noch nicht zurechtkommen und ihre Bankgeschäfte gerne persönlich machen. Finde ich richtig schlecht, aber das ist halt auch wieder Kapitalismus in seiner Reihenform. Muss Geld gespart werden und wir werden ja geschlossen, die Automaten bleiben noch, aber das hilft halt der älteren Generation nicht, die mit dem Online-Banking halt nicht zurechtkommen und beziehungsweise auch dem misstrauen. Finde ich richtig schlecht, aber Sparkasse finde ich halt auch nicht mehr Sinn. Es gibt genug andere Banken, kann man ja Konto wechseln, es gibt ja von anderen Sachen noch Filialen. Zum Schluss ein kleiner Veranstaltungstipp. Sonntagabend Rhythm Against Racism, das erste Mal wieder seit 3 Jahren. Diesmal nicht am Luisenplatz, sondern in dem neuen Lustgarten. Finde ich richtig gut. Viel mehr Platz, auch mal eine Wiese, wo man sich mal hinlegen kann. 40 vor Leningrad, Hasenscheiße, Maggies Farm. Noch eine vierte Band, die ich vergessen habe leider, aber wird richtig geil. Wir sind da und ihr kommt auch. Bis dann. Ciao.